Willkommen in Portugal. Der ehemalige Dominator seines Segments, der Audi A6, hat in den vergangenen Jahren ein bisschen an Boden verloren und wurde im letzten Jahr sogar von der Mercedes E-Klasse und dem 5er BMW überholt, bezogen auf die Zulassungszahlen. Doch jetzt legt Audi mit der 8. Generation des A6 richtig nach. Ob er das Zeug hat, Boden wieder gut zu machen, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt mal ein paar Worte zum Thema Fahrdynamik hier im neuen A6. Und da muss ich sagen, ich habe hier an Bord sowohl das Luftfederfahrwerk, was optional ist, wie auch die Allradlenkung. Und das bedeutet, dass die Hinterachse bis zu 5 Grad mit einlenkt bei niedrigen Geschwindigkeiten, gegenläufig bei höheren Geschwindigkeiten, zum Beispiel auf der Autobahn, entsprechend der Vorderräder, was für Fahrstabilität beim Spurwechsel bei hohen Geschwindigkeiten sorgt und was den Wendekreis, zum Beispiel, wenn man langsam fährt, um rund einen Meter reduziert. Und das heißt, wir reden hier jetzt nur noch über etwas mehr als 11 Meter. Das ist fast schon auf dem Niveau vom A3. Und man merkt dieses Fahrwerk und vor allen Dingen auch die Allradlenkung, wenn man mit dem Auto hier durch die Berge fährt. Denn der Wagen ist unglaublich gut zu handeln. Nicht nur, dass die Lenkung, wie man es von Audi kennt, wirklich sehr präzise ist, sondern das gesamte Fahrzeug ist wirklich schon leichtfüßig unterwegs. Und das liegt sicherlich auch an der Allradlenkung. Der fährt sich wirklich wie ein viel kleineres Auto und das sorgt einfach nochmal für extra Fahrspaß. Ein wichtiger Teil beim Thema Komfort in einem solchen Fahrzeug ist neben dem Fahrwerk, das hier einen wirklich guten Job macht, auch das Thema Geräuschniveau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, man hat zeitweise das Gefühl, dass man das Auto gar nicht hört, gerade bei ruhiger Fahrt über die Landstraßen. Und da hat Audi, wie ich finde, richtig zugelegt. Das macht einfach nur Spaß. Es ist eine absolut entspannte Fahrt. Alleine schon dadurch, dass es eben so leise ist. Wenn wir uns den Audi A6 von vorne anschauen, dann wirkt er zuallererst mal deutlich breiter als sein Vorgänger. Ist er aber gar nicht, denn es sind tatsächlich nur 12 mm mehr geworden. Er ist jetzt rund 1,89 Meter breit. Aber der Grund dafür ist die gesamte Grafik der Front. Wir haben jetzt den Grill einfach mal tiefer im Auto angesetzt und er ist vor allen Dingen deutlich breiter geworden und das gibt diesem Auto diesen sehr satten und sehr breiten Look. Dazu kommen noch die Scheinwerfer, die schön schmal gestaltet sind. Übrigens jetzt mit einer komplett neuen Lichtsignatur. Die höchste Ausbaustufe hier ist das sogenannte HD-Matrix-LED-Licht. Da ist also auch nachts fahren kein Problem mehr. Wenn wir uns den Wagen jetzt noch mal etwas genauer anschauen, es bietet hier bis zu 39 unterschiedliche Assistenzsysteme. Und das heißt natürlich auch, dass wir viel Sensorik im Auto verbauen müssen. Und das kann man vorne ganz deutlich sehen. Denn wir haben hier zum Beispiel diese beiden Panel hier. Die, finde ich, sehen in diesem Grill noch okay aus. Aber es gibt auch ein sogenanntes Black Panel Paket. Das heißt, der Grill wird schwarz. Und dann muss ich sagen, gefällt mir die Optik davon nicht. Ich finde, das wirkt einfach ein bisschen zu verspielt. Jetzt gehen wir mal auf die Seite. Wenn wir jetzt auf die Seite vom Fahrzeug schauen, dann finde ich, sieht er auch hier wieder deutlich länger aus. Ist er aber gar nicht, denn er ist nur 7 mm gewachsen und zwar auf 4,94 m. Gründe für die gestreckte Optik sind aber zum einen der um 12 mm gewachsene Radstand und die kürzeren Überhänge. Ich persönlich finde aber auch sehr wichtig die sehr lang wirkende Haube und das liegt daran, dass sie nach vorne stark abfällt. Außerdem für die rein sportive Geschichte, es gibt hier auf dem Fahrzeug bis zu 21 Zoll große Alus, die sind hier übrigens auch verbaut. Schaut man sich die gesamte Fahrzeuglinie an, dann ist, wie ich finde, sehr wichtig die Dachlinie, denn die fällt nach hinten richtig schön weich ab, die läuft richtig in Ruhe aus, zeichnet damit eine völlig andere Form, wie wir sie von normalen Limousinen kennen. Wir haben dann noch diese Fenstergrafik hier und das zusammen gibt dem Auto, wie ich finde, fast schon eine coupéhafte Form. Und um diesen sportiven Look des Autos ein bisschen zu unterstreichen, haben wir hier schöne ausgestellte Kotflügel, wie ich finde, für eine Limousine eher ungewöhnlich, aber trotzdem richtig schick. Den A6 gibt es übrigens aktuell in 14 unterschiedlichen Farben. Jetzt aber mal zum Design des Hecks. Wenn wir uns das anschauen, dann wirkt das Auto auch hier wieder deutlich breiter. Das liegt natürlich auch an diesen stark ausgestellten Schultern, aber auch zum einen an dieser durchlaufenden Spange hier, die das Auto einfach mal breiter wirken lässt und natürlich an den zweigeteilten, sehr breiten und sehr schmalen Rückleuchten. Übrigens hier auch in LED-Ausführung. Ansonsten haben wir das Auto vom Heck, wie ich finde, ziemlich bereinigt. Was mir nicht so gut gefällt, sind hier unten diese Auspuffblenden. Die sehen zwar sehr schön aus, aber sie haben in diesem Auto keinerlei Funktion. Noch ein wichtiger Punkt,
Die komplette Bezeichnung der Fahrzeuge hat sich geändert. Das gilt jetzt auch für den A6. Wie wir hier sehen, steht jetzt hier 55 TFSI, also nicht mehr 3,0 oder ähnliches. Dazu aber gleich nochmal mehr. Jetzt mal ein paar Worte zum Interieur von dem neuen Audi A6 hier als Limousine. Ich muss ganz ehrlich sagen, der enttäuscht überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde das Interieur absolut überzeugend. Zum einen gefällt mir die Optik des Dashboards hier vorne richtig gut. Ich finde auch diese Chromspange hier einfach nur nett. Das macht das Auto irgendwie innen sehr breit, sehr leicht und schön modern. Und wir haben halt jetzt im Fahrzeug bis zu drei unterschiedliche Monitorsysteme. Das ist zum einen hier das sogenannte Virtual Cockpit mit einem 12,3 Zoll Screen, das ich mir recht ordentlich individualisieren kann. Dann haben wir hier in der Mitte nochmal mit der Navigation verbunden einen 10,1 Zoll Touchscreen, auch mit einem Touch Response, wo man also wirklich auch eine Rückmeldung nicht nur akustisch, sondern auch am Finger bekommt, was ich sehr schön finde, was super crystal clear ist, also richtig schön abzulesen. Und wir haben zusätzlich ebenfalls optional hier unten nochmal ein 8,6 Zoll Touchscreen und da habe ich die Möglichkeit, unter anderem die Navigation oder auch das Fahrwerk zu bedienen, kann es aber auch als Eingabefeld nutzen, zum einen als Tastatur, zum anderen aber auch zum Schreiben. Finde ich persönlich richtig schick, richtig modern, funktioniert auch wirklich gut. Trotz fast identischer Außenmaße ist der Audi innen um 21 mm gewachsen. Das hört sich jetzt nicht so viel an, es geht hierbei um die Länge im Fahrzeug. Ist aber trotzdem so 2 cm an der richtigen Stelle, merkt man. Was mir vor allem auffällt, ich habe im Audi hier im Fahrzeug ein bisschen mehr Kopffreiheit und insgesamt muss ich sagen, sitzt man als Fahrer im Auto wirklich richtig gut. Die Sitze geben guten Seitenhalt, sind sehr komfortabel, lassen sich genauso einstellen, wie ich es möchte. Was bei Audi immer gut war, ist, dass ich die Lenksäule gerade als großer Mensch schön weit zu mir ranziehen kann, auch wenn ich mit dem Sitz relativ weit hinten bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach vom Fahrer oder vom Fahrkomfort für den Fahrer hier im Audi absolut perfekt gelöst. Die neuen Leistungskennzeichen am Heck eines jeden Audi stehen für die unterschiedliche Antriebskraft. Die Ziffernkombination 30 steht zum Beispiel für die Modelle mit 81 bis 96 kW. 45 bedeutet Leistung von 169 bis 185 kW. Unser Modell mit der Nummer 55 gehört in die Gruppe der 245 bis 275 kW starken Modelle. Übrigens, die S- und RS-Modelle sind von dieser Regel ausgenommen. Nochmal so ein paar Anmerkungen zum Thema Materialauswahl und Verarbeitung hier im Audi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, bei uns im Wagen hier haben wir jetzt eine Mischung aus hellem und dunklem Leder, zusätzlich hier dunkles Holz, dann Chromelemente, Klavierlack, schwarze Elemente. Ich finde, dass das tatsächlich in der Kombination, obwohl ich das Holz eigentlich von der Farbe her nicht mag, diese Kombination hier im Auto ist einfach so gelungen, so schön, dass ich ganz ehrlich sagen muss, sowohl von der Seite Verarbeitung als auch von der Seite Materialauswahl, ich denke, viel besser kann man es nicht machen. Aktuell bietet Audi für den neuen A6 drei unterschiedliche Motorisierungen an. Das sind zwei Diesel und ein Benziner. Der Benziner ist der, den wir fahren, nämlich ein 3 Liter V6. Der hat 340 PS und maximal 500 Newtonmeter Drehmoment und bietet serienmäßig sowohl den Quattro, also Allradantrieb, wie auch eine 7-stufige S-Tronic. Die beiden Diesel haben entweder 231 oder 286 PS, auch beides 3 Liter V6 Motoren. Der große Diesel jedoch liefert 620 Newtonmeter Drehmoment, also ordentlich Wumms. Beide Diesel werden geschaltet über die 8-stufige Tiptronic. Später im Jahr wird es bei den Fahrzeugen außerdem noch kleinere Motoren geben. Ein Beispiel dafür ist der angekündigte 2 Liter TDI, der liefert dann 204 PS. Wichtig ist, alle Autos haben serienmäßig Quattro an Bord. Für den A6 bietet Audi bis zu 39 unterschiedliche Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme. Und das ist natürlich eine Riesennummer, die kann man gar nicht alle aufzählen. Wir haben natürlich sowas wie ein Rear Cross Traffic Alert, wir haben natürlich einen Kreuzungsassistenten an Bord, es gibt natürlich Notbremsassistenten, es gibt aber zum Beispiel auch eine neue Funktion, die ich ganz spannend finde, und zwar eine, bei der das Fahrzeug misst,
ob es an engen Stellen überhaupt durchpasst. Das ist zum Beispiel ganz spannend mit einem großen Auto. Wenn man auf einer Autobahn eine Baustelle hat, dann misst das Fahrzeug tatsächlich, ob es zwischen der Leitplanke und dem LKW durchpasst und würde gegebenenfalls vor allen Dingen bei Teilautonummerfahrt so lange den Abstand wahren, bis die Lücke groß genug ist und erst dann durchfahren. Was hier beim Fahren mit den Assistenzsystemen an Bord im A6 wirklich toll ist, ist dieser sogenannte prädiktive Effizienzassistent. Das heißt, das Auto nutzt all seine Sensorik dazu, um wirklich eine Fahrt im Auto fast schon autonom darzustellen. In diesem Fall ist es so, dass aufgrund von Satellitennavigationsdaten, aufgrund von der gesamten Sensorik an Bord, das Auto auf zum Beispiel der Autobahn oder auch auf der Landstraße das Tempo, das vorgegeben ist, hält. Wenn angegeben wird, man muss langsamer fahren und man fährt in eine Ortschaft, wird das Auto automatisch langsamer. Wenn man, wenn die Verkehrssteller sagen, freie Fahrt, wird es so schnell, wie man in dem Land dann eben fahren darf. Und ganz wichtig, es reduziert die Geschwindigkeit auch zum Beispiel vor engeren Kurven oder auch vor Kreisverkehren. Und das bedeutet, dass man tatsächlich über lange Strecken komplett Auto fahren kann und muss eigentlich nur noch lenken. Und selbst das wird dann auf der Autobahn größtenteils abgenommen. Also da wirklich etwas, das die Langstreckenfahrt oder auch die entspannte Fahrt deutlich unterstützt. Beim Kofferraumvolumen findet sich der A6 in guter Gesellschaft. Mit seinen 530 Litern bietet er exakt so viel Stauraum wie der 5er BMW. Und nur 10 Liter weniger als die E-Klasse. Für alle, denen diese drei möglichen Displays hier im Auto nicht reichen sollen, bietet Audi zusätzlich auch noch ein sehr schönes Head-Up-Display an. Das ist etwas, das ich immer bestellen würde in so einem Auto, denn ich habe hier einfach die wirklich wichtigen Informationen direkt vor mir quasi auf die Straße projiziert. Und das Head-Up-Display hier ist zum einen nicht nur sehr gut abzulesen, sondern es gibt mir auch wirklich das, was ich an Infos brauche. Ich sehe hier die erlaubte Geschwindigkeit, ich sehe meine gefahrene Geschwindigkeit, ich kriege Informationen zur Navigation und ich kriege auch Informationen dazu, welcher Assistent gerade an ist. Für mich persönlich ein echtes Komfortthema und wenn man eben den Blick gar nicht mehr abwenden muss, natürlich auch ein Thema, wenn man von Sicherheit spricht. Kurz noch zwei Dinge am Audi A6, die ich nicht so gelungen finde. Das eine ist hier bei unserem 3 Liter TFSI das Thema Gaskennlinie. Das heißt bei mir, wenn ich ruhig über Land fahre und zum Beispiel nach einer engeren Kurve leicht beschleunigen will oder wenn ich gemütlich beschleunige aus dem Stand heraus, dann nimmt das Fahrzeug zwar das Gas an, wenn ich sanft das Gas antrete, aber am Anfang eher verhalten und dann grundlos beschleunigt das Auto plötzlich deutlich stärker, als man es aufgrund der Gasstellung erwartet. Ich nehme an, das ist einfach eine Frage der Software, denn mein Gasfuß geht nach wie vor ganz leicht vorwärts. Fand ich ein bisschen irritierend. Keine Angst, wenn man beschleunigen will und tritt drauf, kommt sofort was. Aber wie gesagt, gerade beim sanften, beim ruhigen Fahren war das etwas, was ich nicht perfekt finde. Die andere Sache liegt, wie ich glaube, begründet in dem sogenannten Softlock der Türen. Das heißt, wenn man die Tür einfach nur ans Fahrzeug ranschlägt, dann wird die automatisch zugezogen. Das wiederum sorgt, wie ich glaube, dafür, dass man beim Öffnen eine leichte Verzögerung hat. Das heißt, wenn man draußen vor dem Auto steht, das Auto ist bereits entriegelt und zieht einfach am Türgriff, dann sollte der in einem Schwung die Tür öffnen. Hier ist es jedoch so, dass man eine ganz leichte Verzögerung merkt, als wenn das Auto noch mal kurz drüber nachdenkt, muss ich eigentlich wirklich aufmachen und erst dann kann man die Tür öffnen. Finde ich ein bisschen irritierend und da ganz ehrlich gesagt nicht perfekt gelungen. Im Vergleich zum Wettbewerb ist unser Audi A6 55 TFSI mit seinem Basispreis von nicht ganz 60.000 Euro gut positioniert. Ein vergleichbarer BMW 540i startet bei rund 61.000 Euro. Und ein Mercedes E350 gibt sich ab knapp unter 58.000 Euro die Ehre. Alle Fahrzeuge bieten serienmäßig ein Automatikgetriebe. Der Audi A6 ist jedoch das einzige Fahrzeug, für das es die optionale Allradlenkung gibt. Thema Verbrauch. Audi gibt den Verbrauch von dem A6 mit der Motorisierung, wie ich sie hier habe, mit rund 7 Litern an, abhängig von den Felgen, die man fährt und von den Reifen. Und da muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt nicht besonders schnell gefahren. Ich bin natürlich auch nicht im Segelmodus hier mit 80 über die Autobahn gerollt, aber dennoch liegt mein Verbrauch
deutlich über 10, zum Teil, wenn ich sportlicher fahre, auch bei 14, 15 Litern. Ich denke, das ist für ein Auto mit 340 PS, 500 Newtonmetern und dem Gewicht des A6 noch absolut in Ordnung. Aber wie gesagt, leider trotzdem wieder weit entfernt von den Angaben des Herstellers. Das war mein Fahrbericht zum neuen Audi A6 55T FSI. Eine gute Gelegenheit, um zu sagen, was gefällt mir nicht. Und dann fange ich mit dem Exterieurdesign an. Ich finde, wie gesagt, die Front mit diesen offensichtlichen Sensoren nicht so toll, aber die müssen irgendwo hin und außerdem sorgen sie natürlich auch für Sicherheit und Komfort. Wenn ich mir die Gesamtform des Autos anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Seitengrafik sowohl mit der Dachlinie, die schön coupéhaft abfällt, als auch mit diesen rausgestellten Radhäusern richtig klasse, gerade für eine Limousine. Zum Thema Fahrdynamik, da hat Audi nicht zu viel versprochen. Wir haben allerdings auch sowohl die Allradlenkung wie auch das Luftfederfahrwerk an Bord. Aber diese Kombination, muss ich sagen, überzeugt 100% sowohl auf dem komfortablen wie auch auf dem sportiven Teil. Und selbstverständlich gibt es an Bord vom A8 übernommen das neueste Infotainment, auch mit dem neuen zusätzlichen Display für die Bedienung, finde ich persönlich sehr gelungen. Ob das Ganze jetzt reicht, um im Markt wieder richtig Punkte zu machen, das wird uns sicherlich die nächste Auswertung zeigen.